Wir sind hier bei Altherapie, eine neue Folge. Zum ersten Mal mit einem Ex-EGJ-Mitglied. AK, Halibri, schön, dass du da bist. Freut mich auch. Erstmal Corona-Faust. Für dich ist eigentlich Jackpot, da Corona-Masken und so? Ja, ich wusste ja schon immer, dass das kommt. du hast prophezeit, oder? Genau. Wie geht's dir, Alter, ja? Wir haben uns gesehen. Wie geht's gut, wie geht's dir? Ich hab letztes Mal das erste Mal wieder gesehen, hier, Alter. Hab mich gefreut, Alter, oder? Ja, ich hab euch mein Buch vorbeigebracht. Ja, ich weiß. War schon so ein bisschen Backflash. Wie nennt man das? Flashback? Flashback. Ja. Erzähl mal, Dick, aber du machst, aber das Gute an dir ist, du hast den Link gemacht danach weiter, Alter. Du hast Alben rausgebracht danach. Locker zwei Stück schon, ne? Ja, du musst ja auch zusehen, Adi, weil ja die Zeit, ich bin ja gekommen, da hatte ich schon Hype gehabt, weißt du? Ich habe ja schon mein zweites Album rausgebracht, ASM kam damals raus, war Top 3 gewesen. Und danach kam ich ja erst CIGJ, das heißt, ich hatte schon meine eigene Fanbase. Eigentlich schon, ja. Community gehabt, so. Klar, ich viele haben auch nicht verstanden, warum du CIGJ gegangen bist. Ne? Ja, viele haben. Du hast eigentlich nicht nötig gehabt. Eigentlich nicht, so, aber du weißt doch, man ist einsam an der Spitze. Und dachte man sich, man tut sich mit ein paar Leuten zusammen und hat dann ein komplettes Team. Ja, aber hast du ja gesehen, was passiert ist. Ja, leider schiefgelaufen. Ich meine, guck mal, viele haben ja nach dem Bruch ihr Ding gemacht, so weißt du. Ich glaube, der Einzige, der nach dem Bruch nichts mehr gemacht hat, war ich. Weil ich keinen Bock mehr hatte auch. Und ich dachte mir so, was alles jetzt vorbei, so. Ich dachte mir so, ich hatte keine Motivation mehr, so weißt du. Ja, weil bei dir hat auch alles hier angefangen, so weißt du. Ja, eben. War halt dein kompletter Start war hier bei IGJ und du konntest dir was anderes gar nicht vorstellen, so alles andere war Absturz einfach für dich. Aber hat mich gefreut zu sehen, oder, dass du dein Ding trotzdem gemacht hast und so. Ich meine, ich meine, gerade ich, du weißt, warst ja dabei damals. Ich war mit jedem gut. Ja, sowieso. Ich hatte mit keinem irgendwie irgendwelche Dings hier gehabt. Aber war halt traurig nur, dass, ich meine, der Sampler damals, der wäre unglaublich geworden, der wäre ich. Ja, der Sampler war krass, auf jeden Fall. Voll auf krasse Songs drauf gewesen. Alles für jeden was mit dabei gewesen. Es war einfach die perfekte Mischung gewesen. So und auch. Da waren halt viele Themen, so, die anzusprechen waren. Und wir haben auch ein bisschen gut eingebaut. So, und, aber es war gerade mal 50% von dem, was noch ging. So, weißt du? Normal, und diese 50% hat aber schon eigentlich gereicht dafür, um alles auseinanderzunehmen. So, ja. Aber du warst schon damals so, ich muss sagen, du warst auch immer fleißig, was Musik angeht. Ich weiß nicht, Mama, die hat mich schon mal angerufen, ja, Studio heute, ich hatte nie Bock so richtig. Und du warst immer da. Du warst bei jeder Session dabei. Ja, klar. Du mit Lars immer, weißt du, und Vincent und so. Ja, genau. Immer am Start. Ich bin dann immer irgendwann so angekommen, so, gar keinen Bock hab eigentlich. Dann war Samra auch da, hat immer geheult, weil er nie irgendwo raufkam und so. Naja. Hab ich gesagt, du musst dreist sein, Bruder, sei dreist. Dann auf einmal gehe ich nächstes Tag wieder hin, war er auf jeden Fall drauf. Da war ich, Bruder, nicht so dreist, aber sei ein bisschen dreist. Schöne Grüße an Sammler an der Stelle. War auf jeden Fall eine schöne Zeit gewesen, hat Spaß gemacht die ganze Zeit. Wie gesagt, am Ende hat es dann nicht geklappt. Aber das Leben geht weiter. Ohne jetzt in die Details zu gehen, wie war das eigentlich für dich damals so? Also eigentlich wurdest du ja richtig gefickt dadurch, oder? Ja, im Endeffekt musst du dir vorstellen, ich habe mein Album gebracht, so. ich war an einer Position so mit dem ganzen, mit meinem Hype und alles drum und dran. Es hätte direkt weiter mehr kommen müssen, so, weißt du? Und das war halt der Plan, dass dann der Sampler kommt und das Ganze weiter gepusht wird. 18 Monate hast du da nichts gemacht, oder? Ja, 18 Monate, anderthalb Jahre. Das hatte ich schon weit zurückgeworfen, ne? Ja, auf jeden Fall. Gerade in der Zeit heute, was Musik angeht, ist 18 Monate, kannst du eigentlich wieder von neu anfangen. Genau. Und deswegen war es schwierig für mich, so wieder Fuß zu fassen, so, weißt du? Ich dachte, okay, jetzt mal sehen, wie das jetzt alles ankommen wird und wie das weitergeht. Aber ich habe durchgezogen, ich habe ein paar gute Tracks einfallen lassen, ich habe gute Videos gedreht. Ja, hab ich schon bekommen. Und dann lief das schon. Alhamdulillah. Ich glaube, ich habe jetzt erst so seit einem halben Jahr wieder richtig angefangen mit Musik so. Ich bringe jetzt immer was raus, immer also kontinuierlich und so, weißt du, also ab jetzt. Aber du, Samra. Du hast ja auch ein fettes Studio hier, Alter. Ja, jetzt haben wir jetzt. Also jetzt gibt es keine Ausreden mehr, auch, so, weißt du, jetzt kann man noch nichts mehr aussagen. Ja, auf jeden Fall damals, guck mal, ich sag dir ehrlich, Akka, ich hab damals nicht verstanden, warum du zu uns gekommen bist. Ich habe mich natürlich gefreut, weil überall, feier ich auch alles. Aber du warst ja damals so zum Beispiel mit Capio auf einem Level gewesen. Mhm. So, dadurch, dass du ja 18 Monate nichts gemacht hast, bist du ja so ein bisschen auch in Vergessenheit geraten. Mhm. Und die Stimme war ja, ich finde, du hast dich aber dafür am Ende noch so gut verhalten. Ein anderer an deiner Stelle wäre komplett ausgeflippt.
Ja, guck mal, wir haben den Sampler gemacht. Ich will dich jetzt auch gar nicht aufhetzen oder dass du irgendwas Falsches über jemanden sagst. Diese Sendung geht nicht dazu, jemanden irgendwie aufzuhetzen oder so, weißt du? Aber während wir den Sampler gemacht haben, hat der Hölpling seine Sachen hinter Rücken schon geklärt. Also er wusste, der Sampler wird eh nie rauskommen. Und wir sind trotzdem jeden Tag Studio und da gearbeitet und so. Ja, das war scheiße. Das Gute ist, am Ende habe ich an den Songs, an denen ich hier gearbeitet habe, ich habe die am Ende genommen und in mein Album eingebaut. So, weißt du? Auch in der Nacht? Welcher war denn in der Nacht? Wie willst du noch machen? Wir haben schon aufgenommen gehabt, oder? Unglaublicher Song, Alter. Der war unglaublich. Lars war auch drauf sogar, zu viel war mit drauf. Echt, ja? Ja. Okay. Ja, Alter. Ich habe die Songs auch. Aber ich habe halt viele Songs oder viele Projekte halt übernommen einfach. Übernommen, noch weiter gearbeitet dran und die dann ins Album eingebaut bei mir. Klar war das scheiße so, weißt du, weil scheiße war, dass einen aufgehalten hat so, ne, über die Zeit. Ich hatte natürlich auch am Ende so Respekt vor dem Streit, weißt du. Du musst dir vorstellen, so die, das ist eine riesen Firma so, die existiert schon so lange so. Und seit 20 Jahren und dann genau zu der Zeit, wo ich da hinkomme, trennen sich die Leute so, weißt du. Ja. Und es hat beiden natürlich nicht Spaß gemacht, war für beide natürlich schwierig so. Und davor hast du einfach Respekt gehabt so. Ich wusste, die haben Kopf voll mit anderen Sachen jetzt schon genug so. Und jetzt noch nebenbei Stress zu machen, hätte sowieso nichts gebracht so. Wichtig war für mich, dass der Aufhebungsvertrag kommt und ich raus bin und mein Ding. Er kam ja auch prompt, oder? Ja, er kam prompt. Ohne deine Arbeit. Ja, deswegen war alles okay. Ja, du warst ja auch mal korrekt gewesen. Also warum sollte der nicht kommen, weißt du schon? Ja, deswegen. Du sagst, guck mal bei mir, ich bin bis heute nicht abgerechnet worden. Es läuft alles noch über Gericht und hast du nicht gesehen. Ja. Guck mal, sag dir ganz ehrlich, Digga, ohne jetzt mich so Dings als so der Traurige dahin zu stellen, aber mich hat das alles am meisten gefickt. Ja, ich glaub dir. Weil, wie gesagt, keine Auszahlung, einfach am meisten gefickt, so, weißt du? Obwohl ich mit der ganzen Sache nichts tun hatte. Null. So. Sambra hat dann irgendwie sein Ding gemacht. Du hast dein Ding gemacht, Genie hat sein Ding gemacht. Und ich war dann einfach so, okay, was darf ich unbedingt machen? Habe ich überhaupt einen Vertrag bei jemandem? Bei wem habe ich den Vertrag? Ich weiß nicht, wen ich den Vertrag hatte, aber darf ich eigentlich noch Musik machen überhaupt? Das war alles so ein. Voilà, die letzten zwei Jahre, dieser ganze Psychotheoretiker. Ich will es einfach, ich hoffe, das ist alles bald vorbei, sondern. Kann man wieder normal weitermachen. Ja, das klar, das geht schon auf die Psyche. Du hast auch ein eigenes Label jetzt, wa? Ja, ich habe ein eigenes Label. Auch mit Künstlern und so? Ich habe auch ein paar Künstler, ja. Die sind alle am Start. Und da kommt jetzt auch einiges. Fuchs bringt meine Single raus. Fuchs, der war aber früher schon mal mit dir, ne? Ja, ja, Fuchs ist schon mal mit mir gewesen. Von Anfang an schon. Ja. Und der hat sich auch mal ein bisschen so im Hintergrund gehalten, aber der legt jetzt los. Einfach. Aber auch ein schwieriger Typ, so, ne? Ja, halt. Temperamentvoll, sag ich mal. Ja, Junge von der Straße halt. Ja, weißt du? Und auf jeden Fall ist das alles am Laufen, das ist gut. Das finde ich auch cool, so, dass wir jetzt endlich unser eigenes Label haben und selber entscheiden können und machen können, weil es ist wichtig. Wo ich jetzt hier war, die Zeit, Output war immer genug da, weißt du? Also man konnte immer, man ist sehr kreativ und man konnte so viel rausballern an Songs und an Videos, aber. Die Entscheidung liegt da nicht bei einem dann, weißt du, wenn du mit einem Label bist. Jetzt, und jetzt kannst du selber entscheiden, alles so. Und jetzt kann man halt einfach selber entscheiden und machen, wie man möchte. Das ist halt das Positive und der Vorteil an der ganzen Geschichte. Du bist aber auch noch mit allen gut geblieben, wa? Ja, klar. Ich habe keinen Grund, auch irgendwie mit irgendwem schlecht zu sein, weißt du. Ich tue niemandem was, die Leute sollen mich in Ruhe lassen, dann lasse ich auch alle in Ruhe. Das ist ja genau mein Motto. Dann war ja, was passiert so, seitdem mache ich erst in eine Richtung, ein bisschen Theater. Aber alle anderen. Meine Einstellung ist so, ich bin kein Typ, der sich gerne was aufbaut auf andere ihr Nacken und so, weißt du? Jetzt irgendwie seine Karriere versuchen, Steine in den Weg zu legen, um Vorteile für meine Karriere davon zu haben. Ja, das ist doch einer der wenigen, die diese. Ja, aber ich bin so, ich vertraue auf das, was ich drauf habe, so auf die Musik und das, was ich kann, so, weißt du? Und ich gucke mich auf andere ihr Teller und versuche da irgendwelche Krümel abzukriegen, so, weißt du, was ich meine? Mit Lars hast du noch Kontakt ab und zu? Naja, mit Lars finde ich cool. Bester Mann, Lars. Schöne Grüße an Lars. Lars der Beste. Lars mit Chili bin ich auch cool. Chili ist auch der Beste. Schöne Grüße an Chili. Auf jeden Fall alle coole Jungs. Und hat auch natürlich seine Vorteile gehabt, so auch bei IGJ im Label zu sein. Man hat bombe Leute kennengelernt, weißt du? Also, ja, es war ja nicht alles scheiße. Wir haben viel gelacht, wir hatten eine schöne Zeit auch einmal. Aber halt war, es gab kein Happy End, sag ich mal. Tour wäre krass geworden, oder? Tour wäre unglaublich geworden, Digga. Ich weiß noch, wir saßen einmal alle so im Studio, dann haben wir auch über Tour schon geredet und so, und dann hat man auch so Bilder im Kopf, sowas. Digga, wir hätten einfach alles auseinandergenommen. Aber wie sagt man so schön, ich hätte eine Fahrradkette, scheiß drauf. Du hast ein Buch rausgemacht, wa? No. Aber wie ist das wirklich ein richtiges, so,
Ja, Biografie ist das, oder? Ja, was? Richtiges Buch. Ich habe mir richtig Mühe gegeben und die Zeit genommen und bin. Da geht es um dein Leben, ja, oder was? Genau. Ach so, jetzt verstehe ich. Ich dachte, das wäre so ein Buch so für so Anweisungen, wie man irgendwas aufbricht. Nein, das ist mein Leben halt. Ah, okay. Und, kannst du mich dann nachher so schön unterschreiben? Nee, sie haben auf jeden Fall einen Einblick in mein Leben damit, so, ja, klar. Hau ich dann auch raus an irgendjemanden. Gerne. Also ein paar kurdische andere. Eltern. Ich hab dir noch ein paar andere. Sag mal, bist du Kurde oder was? Ja. So, dann einmal hier so ein Sticker für dich. Geil. Keine Ahnung, kannst du irgendjemanden auf den Nacken kleben, auf Stand deinen Nacken. Geil. Dann gibst du noch so ein Poster. Das ist alles in der Box drin gewesen, so. Nice. Nee, wer wird alles raus, Alter? Kann jemand gewinnen? Genau, ich unterschreibe die Sachen und dann. Was ist das hier? Könnt ihr euch bei Ali melden auf der Seite, bei Instagram und die Sachen gewinnen. Das ist. Komm, das zeige ich mal kurz. Das ist ein Schloss. Ja. Und. Ja. Der ist so transparent. Das heißt, du kannst das komplette Innenleben vom Schloss sehen. Ja. Okay, aber das Coole an der Geschichte ist, du hast hier noch so ein Dietrich-Set dabei. Und damit kannst du so üben, das Schloss zu knacken. Weißt du? Ich habe so eine Challenge gemacht. Wer unter 2 Minuten schafft, das Schloss zu knacken. So. Oder wer am schnellsten ist, gewinnt die Jacke. So war das. Genau. Braucht man nur einen davon oder braucht man mehrere zum Knacken? Je nachdem. So. Manche haben es mit einem geschafft. Ich habe nur 2 gemacht. Aber springt das von alleine auf oder muss man selber ziehen? Nein, das springt einfach alleine auf, wenn du es schaffst. Dicker, ich bin so ein Grobmotoriker, Alter. Voila. Also, dass ich das schaffe, die Chance ist. Eigentlich ist es voll simpel, weil man sieht ja hier die Dinge alle, weil? Aber da ist irgendwo noch ein Haken, wo du rein irgendwie musst. Also, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe gar nicht so darauf geguckt. Ich habe einfach nach Gefühl, weißt du? Du machst rein, dann musst du fühlen. Ich habe einen Bruder von mir, Ammar, weißt du? Voila, Bruder, zeig ihn, egal welche Chance auf der Welt. Er sagt sogar, woher es kommt. Er bricht es auf. Er klappt ja alles, ja. Der Typ, Alter, der hat in seinem Leben mehr Fahrräder geklaut, als weiß ich was. Hä? Hast du es geschafft? Hast du gesehen? Ja. War unter 2 Minuten? Ja. Aber es ging nicht um die 2 Minuten, ich habe mich ein bisschen versprochen. Es ging darum, wer knackt am schnellsten. Und da war einer, der es geschafft mit 0,8 Sekunden. Also aber sind alle Schlösser so, wirklich? Hörst du zu? 0,8 ja. Sekunden, es war unter 1 Sekunde. Der hat so schnell gemacht, guck mal so. Klack, und drauf gedrückt. Also da hat sie eine Uhr gehabt, ne, wo er dann stoppt. Und also, geht doch gerade unter 1 Sekunde. Doch, unter 1 Sekunde. 0,86. Ich habe sogar das Video auf meinem Handy gespeichert. Hat er was gewonnen? Ja, der hat die Jacke gewonnen vom Kristallvideo. Guck mal. Darauf geguckt. Aber ey, ist das ein echtes Schloss oder ist es so extra so leicht gemacht? Das ist ein echtes Schloss? Also, so wie alle Schlösser, die man sieht, die so sind, das ist genau so, ja? Ja, genau. Darf ich das behalten? Ja, klar, hab ich doch extra mitgebracht. Also, ich meine nur den Dietrich, will ich behalten. Die Dietriche. Ja, behalt alles. Ja. Anders gut. Habe, wer weiß, welche Schlösser man so sieht im Leben, Bruder. Okay. 0,8 Sekunden, ja? 0,8 Sekunden. Kann ich mir eigentlich so jetzt nicht vorstellen. Ja. Ist aber nein. Aber zum Glück habe ich das. Was ist das hier? Geile Sache, Alter. Oh. Schon länger als drauf. Ist er nicht. Ich habe vor viele Videos. Ja, wenn du sagst, ich glaub's dir mal. Nee, jetzt stehe ich da wie so ein Dings hier, weißt du. Ich muss dir das richtige Video zeigen. Buch ist Bestseller auch sogar, ne? Ja, genau. Krass, Alter. Ist Bestseller geworden. Leute, auf Start sein Nacken. Biografie von AK außer Kontrolle. Okay, geschrieben von Josip Rabovic. Schönen Grüße an Josip an der Stelle. Ja, ich werde es mir auf jeden Fall erstmal unterschreiben lassen nach der Show. Da werde ich es mir auf jeden Fall einmal durchlesen. Alter, ich will auch mal gerne so ein Buch machen, Alter. So Autobiografie. War anstrengend. Ich sag dir ehrlich, war wirklich anstrengend. Fast 3 Monate so haben wir uns immer getroffen. Und immer erstmal alles diktieren, aufnehmen. So. Aber mit Josip ist ja cool, oder? Der ist ja klar, das ist ja ein Bruder, so, weißt du, aber trotzdem anstrengend. Du musst auch so, keine Ahnung. Lügt man noch viel?
Nein. Oder will man viel lügen? Nein, du willst versuchen, so ehrlich wie möglich zu sein. Und es geht ja wirklich um... Aber es gibt ja manche Sachen, die kann man dir ja nicht erzählen, oder? Du kannst ja nicht alles erzählen. Da steht vielleicht 20% von dem drin, was wirklich ist. So, weißt du, ja. Da fehlt halt noch 80%, aber das passt einfach nicht rein in diese 220 Seiten. Da bräuchte ich mindestens 1000 Seiten dafür. Und Problem ist einfach, du musst dich halt öffnen, verstehst du? Du musst halt Sachen von dir preisgeben, die du eigentlich nicht preisgeben wolltest. So, private ja, Sachen. Man muss mal überlegen, zweimal, was man sagt. Genau, so, das ist ganz wichtig. Aber finde ich auf jeden Fall geil. Also ich, ganz ehrlich, Dicker, ich freue mich, dass du dein Glück und deinen Weg so gefunden hast. Weißt du? Das finde ich sehr gut. Und auch alle im Label. Ich schwöre dir, Wallah. Und jeder kennt mich aus dem Label. Weiß, wie ich bin. Dass ich jeden immer nur, für jeden immer nur das Dings will, weißt du? Du bist ein Gönner, du hast einfach jeden gegönnt. Aber es gibt Dinge, die kannst du einfach nicht ändern, Bruder. Die sind einfach so. Und wenn jemand, egal, lass uns gar nicht negative Vibes hier reinbringen. Was kommt jetzt noch so in Zukunft von dir? Ich sitze auf jeden Fall schon jetzt am nächsten Album dran. Wann war dein letztes Album? Kam das mit dem Buch zusammen raus? Oder ist das Buch kam ein bisschen später raus. Hieß aber auch auf Start sein Nacken, oder? Dein letztes Album? Das Album war ASN2, war ja die Fortsetzung von Teil 1, genau. Und das Buch heißt auch auf Start sein Nacken. Und jetzt, du, wie ist es so für dich, so ohne Tour und so wegen Corona? Was soll ich sagen? Ist schon kacke ein bisschen. War schon die Tour gefreut, so ein bisschen raus. Ist sie verschoben oder komplett abgesagt? Nee, verschoben. Auf Mai verschoben. Aber wenn es noch klappt, Mai, weiß man ja nicht, oder? Doch, bis dahin schon, denke ich schon. Aber hast du das noch für Möglichkeiten oder sowas, überhaupt möglich, dass sowas passiert? Manchmal denke ich mir, das ist alles so. Ja, ich kann es auch irgendwie nicht glauben. Das ist so weit her, so übertrieben einfach. Es gibt einfach eine Krankheit jetzt und jetzt da muss jeder Maske tragen und keiner darf mehr rausgehen. Ja, das ist schon krass. Massen-Events alle abgesagt. Ich weiß nicht, diese Impfung machen die ein bisschen sauber. Ich hab auch Angst davor, Dicker. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja, diese RNA und dieser ganze genmanipulierte Film, der ist irgendwie ein bisschen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil die haben ja keine Langzeitstudien, weißt du, das ist das Problem. Die haben das in so kurzer Zeit entwickelt. Stimmt, ja, die haben keine Langzeitstudien. Ja. Und die wissen deswegen nicht, was so Langzeitwirkung, was da passieren kann, ob es irgendwelche. Ob es schädlich ist oder nicht, das ist halt die Sache. Ja? Weil, wie gesagt, es verändert die Gene so. Kann für Mutationen sorgen. Wer weiß, vielleicht nicht bei dir, aber vielleicht bei deinen Kindern. Oder was ist eine Mutation? So Veränderung? Ja, Veränderung. Wer weiß, vielleicht. Kind hat auf einmal eine Rippe weniger oder so. Sowas meinst du? Ja, vielleicht nicht eine Rippe weniger, aber vielleicht nicht mehr schwanger werden oder keine Ahnung halt. Irgendwelche Beeinträchtigungen dann so, weißt du? Ja, dann schau doch nicht, Alter. Aber guck mal, im Endeffekt, wir können doch eh nichts machen dagegen. Darum. Wir müssen uns sowieso impfen lassen. Jeder sagt, ich lasse mich impfen. Ich habe gehört, wenn man dich impfen lässt, darf man auch nicht mehr verreisen und so. Ja, ich weiß, du hast richtige Einschränkungen im Leben, verstehst du? Den braucht man einen Arzt, den du so unter die Hand kriegst, was gibst du, weißt du, und der dann schreibt. Ich guck mal, wieder, siehst du, wie gleich wieder denkt. Gleich wieder diese AK-Dings, Alter, gedacht. So, Wallah, ich habe nicht mehr so weit gedacht. Bitte irgendein Arzt dir was geben und das ist so gesehen. Es gibt immer eine Lösung, Mann. Merke das. Ich habe mal, also wir haben uns ja letzte Woche jetzt verabschiedet. Für heute habe ich ein bisschen überlegt, so habe ich mal so noch mal an die alte Zeit gedacht, so mir ist aufgefallen, dass du meistens immer, du bist mit Lars am besten klargekommen, wa? Ja. Ich glaube, also du, Lars, mit Shindy bist du auch sehr gut, aber Shindy, der hat ja nicht hier gewohnt. Ich glaube, da kommt so dieses so musikalische, wa? Wenn man so ja, Musik verliebt ist. Lars ist halt, mein Bruder, ich bin ja kein richtiger Rapper. Ja, das ist ich bin eigentlich mehr Entertainer, weißt du? So, ihr seid ja alle so richtige Künstler. Darum habe ich es auch schon mal alle gegönnt. So. Ich würde mich schlecht fühlen, Wallah, sag ich ehrlich, wenn ich jetzt so übertrieben erfolgreich wäre und einer wie du, der sich wirklich gefickt hat dafür, musikalisch, der wirklich Musik richtig lebt, dann nicht so erfolgreich ist, weißt du? Ja, das geht auch für alle anderen Künstler in Deutschland. Ich, so. Ja, mit Lars war das so, der war halt immer am Arbeiten. Er war einfach die ganze Zeit bei der Musik. Er wollte nur Musik machen. Ich wollte auch die ganze Zeit Musik machen. So. Und deswegen, wir waren schnell auf so demselben Level. So. Und dann haben wir, mit der Zeit hat man sich auch, es wurde auch die Freundschaft immer enger. So. Weißt du, man lernt sich kennen. Man,
Er hat sich privat kennen, private Probleme. Mit der Zeit wachsen die Menschen ans Herz. Und ich bin ja kein Typ, der darauf guckt, so, okay, ey, der ist jetzt ein krasser Gangster, mit dem bin ich jetzt cool. Und der ist jetzt nicht so ein krasser Gangster, mit dem bin ich nicht so cool. Für mich ist wichtig Mensch, gutes Herz. Und das hat der Junge. Ich glaube, ich kann mich an eine Sache erinnern. Eigentlich erzählt man sowas nicht, aber ich erzähle es jetzt trotzdem. Das war schon nach dem Bruch, wo alle jeder seinen Weg gegangen ist. War ich mal mit Lars, weil Lars ist ja noch hier geblieben, erstmal bei Egel, weißt du ja. Da war ich mit Lars mal in so einem Studio. Irgendwo war das, da hat irgendeiner was gesagt über dich. Aber keiner von hier. Aber nichts Schlimmes jetzt, so einfach irgendwas hat er gesagt. Walla, walla, Bruder. Da meinte Lars zu ihm, hör mal zu, rede mal nicht über ihn irgendwas. Hast du verstanden? Walla, Bruder. Ich habe nichts gesagt, weil ich habe auch nicht gehört und es war jetzt auch nicht so Schlimmes. Aber Lars hat ihm gesagt, ey, vor mir redest du nicht über Acker. Okay, geil. Alter. Der Typ guckt ihn an, der war geschockt, der Typ. Ja, hat der Typ auf jeden Fall, hast du mal Glück gehabt, ne? Und da war ich wirklich stolz auf Lars, das war schon krass. Ich glaube, dass Lars nicht gleich paar in die Schnauze gehauen hat. So. Lars darfst du nicht unterschätzen, Digga. Auf jeden Fall, nee. ja, unterschätze doch mal irgendjemanden. Ja, das war schon. Da war ich sehr beeindruckt, Wallah. Hat mich sehr beeindruckt. Und Chili auch noch Kontakt, alles gut so? Ja, ja, alles super. Quatsch miteinander? Ja, ja. Du weißt doch, die Jungs sind einfach cool drauf. Und das auf eine Wellenlänge. Und ich bin ja schon oft drüber gefahren, auch nach Stuttgart. Ja, bestimmt. Ihr habt ja auch Songs gemacht, sozusagen. Ja, genau. Ja, die sind auch sehr, also Shindy auch sehr gastfreundlich dort. Ich habe mich da direkt wohl gefühlt bei denen in Stuttgart. Oben im Studio da. Genau, sieht richtig edel aus. Ich war noch gar da, war noch Baustelle, wo ich da war. Einmal war ich da, war Baustelle noch mit. Ja, war auf jeden Fall super. Mittlerweile ist End Heiler wieder rum, ne? Ja, auf bald. Ich komme bald wieder vorbei, Jungs. Ich komme auch bald vorbei, Digga. Nee, auf jeden Fall. Und du bist jetzt mit Fuchs und wer hast du noch alles mit dem Level? Ich habe noch zwei, also insgesamt drei Künstler. Fuchs ist ja die ganze Zeit sowieso dabei. Und dann haben wir jetzt halt noch zwei Künstler, Falun und Mut. Alle maskiert? Nein, nein. Okay, was ist denn der Baseballschläger hier? Der ist von Arafat oder was? Der ist von Overkill. Okay. Der ist einfach, keine Ahnung, der war bei der ersten Sendung schon damals dabei, hab ich damit immer so rumgespielt. Ja. Ist irgendwie Kult geworden. Ja. Aber eine andere Sache, das ist eine Frage, die hat bestimmt schon jeder gefragt. Hast du mal überlegt, die Maske abzumachen? Ich hab die ja schon mal abgemacht. In einem Video. Ja? Ja. Also, haben die schon mal gesehen ohne Maske? Also, die Maske, ich hatte drunter noch einen Arm. Ja, aber ich meine jetzt komplett blank. Nein. Das habe ich auch nicht vor, irgendwie. Keine Ahnung, ich fühle mich. Irgendwie freier so, weißt du? Ich werde dich auf Anhieb erkannt. Ich werde zwar. Hat mal einer wirklich geschafft, dich trotzdem zu erkennen? Oder? Ey, das natürlich jedes Mal. Alle immer. Die erkennen mich überall, egal wo ich bin. Die kommen zu mir, fragen mich direkt nach Fotos. Die erkennen mich. Ja, die Leute wissen, dass du AK bist. Aber ich meine, hatte ich mal einer nur daran erkannt? Ja, voll oft. So von ja, Erscheinungsbild? Immer, Ali. Echt, zu, ja? Zu oft sogar. Ja. Krass. Egal wo ich reingehe, in welchen Laden, egal welchen Spätkauf, egal wo. Ist da ein Jugendlicher drin, erkennen die mich sofort. Ey, bist du nicht AK außer Kontrolle? Spätestens, wenn ich rede oder so. Wenn du redest, wa? Wenn du das von mich erkennst, ja klar, ich meine, also... Ja, also... So sieht man ja, so sieht ja kein anderer aus, aber... Du auf jeden Fall nicht so verwechseln. Genau, weil so von der Stimme ist schon krass. Ja. Ja, deswegen finde ich cool, dass es so ist, weil ich habe auch Zeiten, wo ich halt diese Anonymität genießen kann. Weißt du, was ich meine? Da kommst du irgendwo hin, weil... Mein Image, du weißt ja, wie der ist. So, ne? Und du weißt, die Leute haben schnell Vorurteile. So. Und jetzt bist du irgendwo mit Verwandten oder Familie und dann sind die Leute gleich voreingenommen. Von Vorurteilen kann ich dir ein Lied singen, mein Freund. Deswegen einfach ist das cool. So weiß keiner, wer direkt vor ihnen ist. Manche vermuten es, aber wissen nicht 100%. Trauen sich auch nicht zu fragen. Ich habe meine Ruhe. Gibt es eigentlich jemanden, auf den du noch sauer bist von früher? Oder bist du im Herzen? Alles abgeschlossen. Alles nein, gut. Ja, ich bin mit allen abgeschlossen. So, ich habe mich da einfach nicht reingesteigert. Im Endeffekt. Naja, ich weiß noch, welche Frage du hinaus willst. So, aber. Welche? Mit den ganzen Leuten, was hier passiert ist mit Bushido und sowas alles. Aber Allah, Bruder, ich schwöre dir, also jeder, der meine Sendung kennt, weiß, ich bin. Ja, ja, also, aber du bist nur neugierig und bist jetzt auch schon wieder sauer war. Oder? Guck mal, darf ich vergessen. Ich war schon angepisst, seid ihr ehrlich. Ich war schon ein bisschen angepisst, ich war enttäuscht so. Ja, das hat mich aufgehalten. Ne? Ich habe mir ganz andere Sachen vorgestellt. Man hat sich ja vorher zusammengesetzt und einen Plan gehabt. Und unter der Voraussetzung ist man in das Label reingekommen. So, weißt du? Und diese Voraussetzungen wurden alle nicht erfüllt oder diese Vereinbarungen wurden alle nicht eingehalten. Und normal, dass man dann halt sauer ist und
pisse ich auch so drauf ist, dass man einfach sich denkt, ey, was soll der Scheiß, Alter, ja? Das hält mich auf. Ich hätte schon was weiß ich was anderes machen können. Aber so, alles andere so, geht mich halt wenig an. Ne? Du bist danach nicht direkt zur Sony gegangen, ne? Ich? Nee, ich hatte bei Universal, Vertigo. Universal. Und, du weißt doch, man, wie gesagt, hatte Respekt vor der Sache, so, weißt du? Wir haben seit 20 Jahren eine Firma so zusammen und da hat man sich dann komplett aus der Sache rausgehalten, so. Ich habe dann angefangen, halt, mich mir mehr Gedanken über meine Musik zu machen und über das, was ansteht und was ja, ist ja richtig so. Ist ja richtig so. Ich weiß noch, einmal habe ich dich hier noch gesehen, warst du richtig sauer. Das war nicht, als du, glaube ich, den Vertrag abgeholt hast oder den beschreiben lassen hast. Genau wie im Vertrag. War schon traurig eigentlich, war echt eine traurige Geschichte. Ja, natürlich ist das alles kaputt gegangen. Das ganze Kartenhaus auseinandergefallen. So. Ja, aber Allah. Und die standen alle da und wussten nicht mehr, was jetzt. Ich sag dir ehrlich, Dicker. Also, das war schon eine sehr harte Zeit. Allein auch der ganze Trubel, der danach passiert ist, weißt du, was für Sachen auf einen prallen. Versteh mich jetzt nicht falsch, aber für euch Künstler war das okay. Ich gehe jetzt, bin jetzt da, ich bin nicht mehr da. Salam alaikum, ich mach mein Ding. Für mich war es schwerer, Dicker. Das ist meine Familie. So, und dann kriegst du Nachrichten von irgendwelchen Leuten, dann werden die Sachen vorgeworfen. Wallah, das hat Schütterung für dich. Ja, ich glaube dir. Ich bin damit auch nicht klar gekommen. Ich kann mir vorstellen, dass ich bin auch auf falsche Filme gekommen dadurch, weil ich einfach nicht mehr wusste, was die Sache ist. Und das geht jetzt schon seit 2,5 Jahren. Und wenn der ganze Scheiß endlich irgendwann inshallah zu Ende ist, so, dann kann man gucken, was passiert. Ich meine, alle Leute, die noch da sind jetzt, obwohl diese ganze Kacke passiert ist, so fansmäßig, ich nenne das ja nicht gerne Fans, aber diese Anhänger und so, die immer noch da sind, so Dicker, wirklich Respekt an diese Leute. Und die gegangen sind, die können wir allein lutschen, so weißt du? So können wir so allein lutschen. Und hast du eigentlich nichts hier? Hast du jemals. Du hast ja. Vier Alben hast du schon raus? Oder Alben hast du hast viele Alben heute. Hast du mal Gedanken aufgehört, so darüber nachgedacht aufzuhören? Ja, was heißt. Ich habe mir vielleicht mal. Die Karriere am Nagel hängen, Mensch! Ich habe mir vielleicht mal darüber Gedanken gemacht. Wann ich irgendwann mal aufhören bin oder so, was ich erreichen möchte und damit ich sage, okay, es reicht jetzt und jetzt kann ich aufhören. Aber jetzt so richtig Gedanken darüber gemacht, dass ich aufhören möchte, nicht. Hast du eigentlich mit der Polizei auch Stress wegen deiner Musik? Ja, jetzt zur Zeit nicht mehr so, ne? Wir haben ja mit der Zeit das alles akzeptiert. Aber du hattest mal Stress, ne? Anfangs hatte ich richtig Stress. Die haben die Texte 1:1 genommen, ne? Genau, dann in der Zeitung und so noch. Ja, die haben schon viele Filme gemacht auf mich damals, aber die habe ich jetzt akzeptiert und die lassen mich in Ruhe. So gut, Alter. Ja, Mann. Endlich mal, nach wie vielen Jahren lassen die einen in Ruhe? Ja, wirklich. Das Problem ist, guck mal, es ist egal, was du machst im Endeffekt. Im Endeffekt, du bist ein Coder aus Berlin, der ganze Großfamilie quatscht so. Eigentlich ist es doch für die, genau das wollen die doch, weißt du? Die feiern es doch voll ab. Ja, klar. Und dann nehmen die das alles so richtig ernst und jeder Text wird so genau aus, ja doch, das könnte so sein und so. Ich schwöre dir, es hat nichts anderes passiert, als irgendwelche Texte von irgendwelchen Rappern zu hören und daraus irgendwelche Straftaten zu ziehen. Das ist einfach nur richtige. Das ist doch keine. Für was werden die bezahlt? Das ist doch keine Polizeiarbeit. Mir irgendwelche Musiktexte anzuhören und sagen, ja, geht euch mal lieber um richtige Verbrecher kümmern. Ja, das ist halt das Problem. Um uns zum Beispiel. Ja, irgendwie muss ja irgendwas zur Ablenkung gehen, so, ne? Diese ganze Corona-Filme und. Das ist doch ein gutes Beispiel, um ein bisschen abzulenken vom ganzen Geschehen. Mit wem arbeitet ihr eigentlich zusammen so zur Zeit? So zu produzentenmäßig? Immer noch Sonus? Ja, Sonus ist immer am Start. Bester Mann, schöne Grüße. Du weißt, was, der hat mein erstes Album damals mitproduziert. Ja. Sonus ist krass. Ich weiß noch eine Geschichte einmal. Als er bei uns im Label war neu, haben wir mal geredet über so Produzenten und so. Dann kam der Name Sonus, ich meinte, Alter, was, scheiß mal auf Sonus und so, ich fick ihn und so. Er so, warum? Warum redest du so? Er ist mein Bruder und so. Ich sag so, Dicker, wir haben einen Album-Song gemacht, jetzt, ich rufe ihn manchmal, er geht nicht mehr, einer nicht mehr bei mir ran. Er sagt, ja, Bruder, weil ich gesagt habe, er soll nicht bei mir angehen. Ich muss ehrlich was zugeben, ich wollte nicht, ich wollte, dass er nur für mich macht, weißt du noch? Ich hab mich totgelacht. Ich meinte nicht, weil ich wicke ihn, ich meinte nur, ich scheiß auf ihn und so. Dann meinte er, ja, das war lustig, Alter. Da heißt er, ja, ja, sagt jetzt den Grund, warum er sich nicht reingegangen ist. Weil ich nicht gedacht habe, er wird nicht reingehen.
Schöne Grüße an Sonus. Same shit, different day. Tschüss, was für ein Beat damals gemacht hat. Ja? Ich glaube, es war so von. Also, ich feiere den Song von mir am meisten bis jetzt. Same shit, different day, der beste Song. Der hast du mit Sonus gemacht gehabt? Ja, der gemacht, den wieder der gemacht. Unglaublich. Unglaublich. Weil den hörst du auch gut jetzt, ne? Ich habe ihn getroffen auch. Ja, ja. Auf irgendeiner Party habe ich ihn mal getroffen, vor einem Jahr oder so. Ja, Sonus ist jetzt einer der berühmtesten Beatmaker in Deutschland. So. Der geht richtig ab. Was sagt denn? Mach schon. Lass mal reden über den Habibi. Und sonst noch welche Produzenten? Schick mal ein Paket rüber. Ich habe noch ein paar andere Produzenten, so, die noch nebenbei Beats schicken, so, auch über, aber die kann ich halt über Sonus. Und. Aber überwiegend halt mit Sonus. Auch aufnahmemäßig und so. Ich frag das nicht, weil ich das jetzt so super spannend finde. Aber die Redaktion hier hat mir Sachen aufgeschrieben, die ich fragen muss. Ja. Weil es ja auch, ist ja irgendwo auch eine Hip-Hop-Sendung. Genau. Da muss man sich auch an manche Richtlinien halten. Und ich glaube, es gibt auch viele Menschen da draußen, die es auch interessiert, mit wem du arbeitest. Weißt du? Ja, weil ich bin mir sicher, du kennst mich so gut, dass du gedacht hast, sag mal, warum fragt er mich nach Produzenten? Was interessiert denn sowas? Das war so witzig immer damals, ich schwöre dir. Ich kam im Studio da, Mittelstraße. Ihr wart alle schon 5 Stunden da und so. Ich bin einfach immer gekommen, so gar keinen Bock gehabt, Alter. Ich hatte schon Bock, so, aber. Und Lars, Alter, du kennst doch Lars, der hat kein Wort, Alter. Lars ist einfach so ein lieber Junge, Alter, oder? Ja, Lars, ich wünsche dir nur das Beste von meinem ersten Job, meine Mutter. Ich bin auch sehr dankbar an der Stelle, muss man sagen, Lars hat auch großen Anteil daran gehabt. Ja, dass Lars war immer da. Funktioniert hat. Muss man auch ehrlich zugeben. Natürlich Shindy auch. Lars, als waren schon zwei sehr prägende Figuren. In der Ali Boumaier History. Ja, auf jeden Fall. Wollte ich jetzt nur noch mal sagen, so, weil du jetzt hier bist, dass ich wirklich stolz auf dich bin. Wallah, ist ernst jetzt. Ich mache viel Spaß, aber es ist gerade ernst, dass du, wie du das alles so einmal weitergemacht hast. Und, weißt du, was ich meine? Und dabei geblieben bist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe deine Sendung gesehen letztes Mal, so vor 2 Monaten, als du angefangen hast. Ich habe mich gefreut, als ich die gesehen habe. Ich dachte mir, okay, das ist genau das, was er machen muss. So eine eigene Show. Weil die Leute entertaint, weil es kann auch. Bruder, ich hatte keine Lust mehr, Bruder. Nach der Sache war so viel Stress bei mir. Ich bin auch selber mit mir selber nicht mehr klargekommen danach. Ich sag dir ehrlich, ich werde dir sagen, ich hatte Burnout oder so, aber ich hatte einfach so ein. Bruder, ich bin ein emotionaler Mensch, weißt du? Und wenn ich sowas erleben muss, dass meine engsten Leute weg sind auf einmal. Ich meine, guck mal, Shindy war. Wir waren Brüder, ich war mit ihnen. Da ging kein Platz zwischen uns. Bushido war für mich auch ein Bruder, Dicker. Und dann auf einmal sind die nicht mehr da. So, verstehst du? Dann musst du dir irgendwann mal, musst du dir auch mal die Frage stellen, oder du stellst die Frage. Es war einfach schwer für mich, Dicker. Weil ich bin, es gibt Menschen, die kommen damit gut, die sagen, ach, Eri. Und dann gibt es Menschen, die sind wie ich, die sind einfach emotionaler. Ja, das war für mich eine enge Freundschaft. Genau. Und dann Lars war auch, Dicker, Lars, ich liebe Lars, Wallah, er weiß das auch. Dann auf einmal war das auch noch weg. Ja. Dann denkst du, stellst du dir die Frage, Dicker, ganz ehrlich, was mache ich eigentlich hier? Da habe ich schon überlegt, ob ich einfach damit aufhöre, irgendwo normal arbeiten gehe und scheiße auf diese ganze Kacke. Aber jetzt mittlerweile, Alhamdulillah, mir geht es wieder gut. Jetzt habe ich auch wieder Lust zu arbeiten, Dicker. Ich mache, bin jeden Tag hier im Studio, ich drehe die Sendung hier, ich gehe live jeden Sonntag. Ich mache Musik, Alter. Ist alles gut. Super, dann so muss auch weiterlaufen. Einfach durchziehen, Ali. Aber du weißt doch, wie es ist, Dicker. Manchmal denkst du irgendwann, Alter, in der Zeit habe ich mir einfach nur gedacht, so, was passiert hier gerade? Also ich gucke mir gerne deine Sendung an. Dankeschön, Bruder, dankeschön. Nein, aber das ist doch so, Dicker. Es gibt einfach Leute, die sind einfach mental stark. Ich bin mental nicht so stark wie andere Leute. Ja, was heißt mental nicht so stark? Du bist einfach ein emotionaler Mensch. Die ist einfach mehr zu Herzen gegangen als wie bei anderen. So. Das hat jetzt nichts mit Schwäche zu tun oder mit irgendwas anderem zu tun. Du bist einfach... Was das angeht, tickst du halt einfach anders. Du nimmst Freundschaft, also jeder nimmt Freundschaften richtig ernst, aber diese Freundschaft ist dir sehr zu Herzen gewachsen, so, weißt du? Ja, aber es gibt halt Künstler oder Rapper, die haben einfach so Rap-Freundschaften. Dich verbindet damit viel. Die Sache ist, du hast einfach, du bist zusammen mit Shindy auf Tour gewesen, mit den Jungs, du hast Songs geschrieben, bist Gold gegangen und hast das alles mit diesen Leuten zusammen erlebt, so, weißt du? Ja, wir haben damals zusammen angefangen und ich Du hast dich, das war einfach für dich eine schönste Zeit deines Lebens, weißt du? Und diese Leute, die diese Zeit mit dir geteilt haben, sind dir sehr ans Herz gewachsen und die waren auch einmal alle weg, normal, dass es schwierig war. Aber
wie gesagt, lass uns nicht an die Vergangenheit festklammern. Was vergangen ist, ist vergangen. Wir müssen nach vorne schauen, Ali. Und du machst das alles Bombe, gerade auch mit der Show und so, finde ich super. Ja, gut. Mit wem arbeitest du jetzt so, produzentenmäßig? Kamix, schon mal gehört? Kamix 41? Ich glaube, schon mal gehört, ja. Der hat wieder ein bisschen Freshes reingebracht bei mir auf jeden Fall. Nico Chiara, kennst du? Ja, Nico kenne ich auch. Nico hilft mir auch sehr viel gerade. Schöne Grüße an Nico an der Stelle. Ja, so, und Dicker, es macht einfach wieder Spaß, Mann. Es fühlt sich einfach wieder an wie früher. Weißt du, so dass du ins Studio kommst und du hörst ein Beat, jetzt, boah, geil, Alter. Dann hast du irgendwelche Ideen, es macht einfach wieder Spaß. Dann gehst du live ein bisschen, dann machst du so eine Sendung hier, so, weißt du, dann sieht man also alte Brüder wieder. Ich hab wieder Bock gehabt jetzt. Aber in der Zeit, Bruder, du hörst, ich hab Beats gehört, ich hatte gar keine Motivation mehr. Ich hab irgendwelche Songs gemacht, so eine Kacke. Ja, du hast. Ich hab auch so Kacke rausgehauen, wo ich dachte, was ist das? Du hast alles nicht im Gefühl, du hast keine Motivation. So sieht's aus. Das war einfach alles für mich. So, weißt du, aber. Irgendwann hab ich mal verstanden, guck mal, ich bin der Mensch, Bruder, ich denke immer an andere, bevor ich an mich denke. Und jetzt habe ich langsam kapiert, ich denke doch auch mal an dich. Weil am Ende des Tages, Habibi, ich lebe nicht von Lust und Liebe. Verstehst du, was ich meine? Klar, guck mal an, du sollst natürlich damit auch immer an deine Mitmenschen denken, aber wie willst du für deine Mitmenschen da sein, wenn du selber nicht mit dir klarkommst? Meine ich doch, für dich selbst da sein kannst. Bruder, glaub mir, Bruder, ich will jetzt hier auch nicht in irgendwelche Details gehen, aber die letzten zwei, ich war kaputt, Bruder. Ich habe mich selber auch gefickt. Ich habe mich selber auch kaputt gemacht, weil ich hab, du suchst da irgendwelche Sachen, womit du das verarbeten kannst und so. So halt. Ja, ich will mal, guck mal, Digga. Mach dich Fragen, warum? Das soll jetzt auch nicht irgendwie rüberkommen, nach dem Motto, das war jetzt so voll die Schoße oder so, aber es war einfach halt, ich war traurig. Ja, Mann, sogar ich war traurig. Wie kannst du da nicht traurig sein? Und jetzt so, du gehst YouTube rein, siehst du so Videos, wie Bushido da sitzt vor Gericht, also andererseits sitzt Araber mit seinen vier Brüdern. Da sitzt er da so einer und dann erzählt er einfach. Wallah, ich guck, manchmal muss ich so meine Augen so reiben, ob es wirklich stimmt, was ich da gerade sehe. Verstehst du, was ich meine? Dann als dann noch die Bullen zu mir kamen, so Einsatz und so. Also der zeigt mir die Aussage, dann sehe ich Bushido. Zeiten ändern sich. Ich denke, Wallah, ich konnte das nicht fassen. Auch noch ich, denn ich habe auch immer gesagt, ich will damit nichts tun haben und so, ne? Bruder, manchmal denke ich immer noch, das ist alles so ein Sketch, so Verarschung, so Spaß und so. Mir schreiben manche Leute immer noch, ja, das ist doch eine Promo von euch. Krass, ja. Und dann habe ich geantwortet, Wallah, Bruder, ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte, es wäre so. Aber es ist einfach die nackte Wahrheit, Digga. Die pure und nackte Wahrheit. Und es ist einfach Sachen so, Digga, wo ich mich so, wo du dir auch so Freundschaften insgeheim, also allgemein, auch in Frage stellst. Weil wenn du das siehst, ja, ist ja ein Beispiel. Ich finde, alle Leute sollten daraus lernen auch. Was sagt uns das? Heißt das, ey, wir vertrauen niemanden mehr in deinem Leben? Arafat und Bushido, Digga. Die Schiene sitzen jetzt vor Gericht, face to face, 5 Meter. Arafat hat jetzt mal bei mir im Live das erzählt. Ja, es gibt halt manche Sachen, die man nicht versteht und die, wo man sich Es gibt ja Linken, einer linkt dich, einer verarscht dich, okay. Es gibt auch manchen so. Einer will deine Freundin ficken, yalla, okay. Hörst du? Aber er kommt vor Gericht und setzt sich hin und denkt immer nicht aus. Ich rede von Freundin, nicht von Frau oder so, ist ja was anderes. Bei Frau gibt's Schüsse, aber. Hat einer beklaut dich oder so oder irgendwas so. Aber Bruder, live to live, vor Gericht, Aussagen, komplett. Und die haben ja schon Zahnspannung gehabt, er ist noch nicht fertig. Es geht noch weiter. Stell dir vor, es gibt sogar Frauen, die gegen ihre Männer aussagen. Ja, hab ich auch schon mal gehört, Alter. Die alles mitbekommen haben über die Jahre, was die alles gemacht haben und getrieben haben und dann bei einem kleinen Streit eskaliert und sagen schon alles aus. Ja, Bruder, das Leben ist halt, es kommt immer meistens nicht so, wie man es erwartet, weißt du? Auf jeden Fall, ich habe jetzt vorgenommen, einfach jetzt Musik rauszuhauen, einfach jeden Monat einen Song. Und mal gucken, was passiert. Nebenbei mache ich noch meine YouTube-Sachen hier. Alhamdulillah, Bruder, ist alles gut. Auf jeden Fall, guck mal, Samrat ist der Weg gegangen, freue ich mich auch noch von Herzen. Du bist der Weg gegangen, freue ich mich auch. Shindy sowieso. Lars, inshallah, Bruder, ich wünsche dir nur das Beste, Dicker. Aber ihm geht es jetzt auch besser, glaube ich, Gott sei Dank. Also eigentlich, wenn wir jetzt immer alles so Revue passieren lassen, ist ja nichts passiert. Ja. Keines jetzt was Schlimmes passiert. Keines was Schlimmes passiert. Alhamdulillah. Wie gesagt, du hast dich ein bisschen, bei dir ist das halt ein bisschen schwieriger gewesen, wie gesagt, weil es halt lange Freundschaften waren. Auch familiär und so. Weil ich kann dir nicht einfach sagen, was weißt du hast, du, komm mal rein, Dicker. Ja. Weißt du? Komm, ich sag dir auch ganz ehrlich, ohne Arafat seine Eier, hätte ich mein Leben nie als Mann rausgebracht oder sonst irgendwas. Das ist die Wahrheit, Bruder. Weil manche sagen, ja, warum machst du nicht dein eigenes Ding und so? Herr Bibi,
Wenn er nicht wäre, wäre ich doch gar nicht da reingekommen, die ganze Geschichte. Das dürfen wir nicht vergessen, Digga. Die sollen aufhören, immer ihre Scheiße da reinzulaufen. Also, aber hey, was ist das? Kommt, ne? Wusstest du eigentlich, dass ich jetzt Werbegesicht bin? Von was? Von Black Punk. Was ist das? Energy Drink. Okay. Black Punk. Ich bin Model. Ich bin Model, Werbegesicht für eine Getränkefirma. Geil oder nicht geil? Da hätten die Fat Punk nennen sollen, aber das ist Black Punk. Ich schwöre, gute Idee. Ey, die sollen mal eine Sonderedition machen, Fat Punk. Von wegen bei mir läuft es halb wie wieder. Allein! Dicker Bruder, ich danke dir, dass du da gekommen bist. Das war, glaube ich, so für mich auch so von Herzen eine sehr wichtige Sache hier heute. Ja, ich hoffe, du liebst mich wieder nächstes Mal auf andere Themen, nicht nur mal dasselbe Thema. Ich hoffe, du liebst mich nächstes Mal wieder ein, dann komme ich gerne. Oder du bist für mich immer, du weißt auch. Heute haben wir uns ein bisschen über unsere Vergangenheit ausgequatscht und uns ein bisschen. Bruder, wir haben über Musik geredet, wir haben über dein Buch geredet. Ja, stimmt, wir haben schon über viele Sachen geredet. Gute Themen, Alter. Es war noch nicht alles, ich finde, es war ein bisschen zu wenig. Ich könnte ruhig noch ein, zwei Mal kommen. Man darf noch mal Pulver verschießen, Bruder. Nächstes Mal machen wir wieder. Außerdem, wir sehen uns jetzt öfter. Ja, ich weiß nicht, also mir kommt so vor, als ob du mich so ganz schnell abwimmeln willst und bei den anderen alles viel länger in die Länge gezogen hast und bei mir so kurz machst. Aber wisst ihr was? Ist kein Problem. Ich merke mir das eigentlich. Nein. Ja. Im Gegenteil, er will gehen, weil er hat Hunger. Er will zu Five Guys. Hab ich angeschissen. Ja, ich Five Guys, Jungs. Krasse Bürger, da muss ich ehrlich sagen. Leute, das war AK. Guter Mann. Sein Buch könnt ihr gewinnen, Leute. Kommentiert einfach, ich werde irgendeine Auswirkungen. Ja. Er will es auch unterschreiben. Ich unterschreibe es und dann könnt ihr es gewinnen. Wie gesagt, hier irgendwo ist dieser Abonnier-Dings. Abonnieren. Immer schön die Sendung von Ali verfolgen. Ali ist ein guter Mann, Ali ist mein Bruder und deswegen schön supporten und pushen. Hi, meine Damen und Herren. Danke, dass du da warst, Bruder. Peace! Hat euch gefallen, Leute. Letzte Zeit haben wir ein bisschen nachgehangen mit Ali therapiert. Das hat aber technische Gründe. Ich will euch immer die beste Qualität liefern, Leute. Darum in Zukunft geht's weiter. Alles gut. Rumble. Young Man Rumble. Ali, der hübscheste Dicke dieser Welt. Peace!